Sie kennen ihn aus dem ZDF, Sie kennen ihn von meinem Kanal, Sie kennen ihn von seinen wunderbaren Artikeln. Ich freue mich riesig, dass heute Peter Hane wieder bei mir ist. Hallo, Herr Hane. Hallo, Boris Reitschuster, und ich freue mich auch sehr. Ich habe extra meine Abreise nach USA verschoben, um dieses wunderbare Interview mit Ihnen zu machen. Da bekomme ich ja fast ein schlechtes Gewissen. Herr Hane, was ist denn jetzt los? Jetzt der oberste oder einer der wichtigsten sozusagen Corona-Kämpfer, der entscheidend dafür gesorgt hat, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird, sagt jetzt plötzlich das, wofür wir beide gesperrt werden, was man sich kaum traut bei Skype zu sagen, weil man dafür gesperrt werden kann. Der sagt tatsächlich, die Pandemie ist jetzt wie eine Grippe. Er hat die Pandemie für beendet erklärt. Was ist denn da los? Ja, es ist Wahnsinn. Markus Söder hat es auch in der Tat fertiggebracht. Ich habe erst gedacht, es wäre Loriot, es wäre Fake News, es wäre irgendein Spaß, als ein Kollege mich anrief und sagt, hast du schon gehört? Augsburg. Markus Söder hat die Pandemie für beendet erklärt. Also es hat mich zunächst mal sofort erinnert an Gerhard Schröder, der ja 2003 im Januar auf dem Marktplatz von Goslar erklärt hat, wir werden nicht am Irakkrieg teilnehmen. Also ähnlich Söder. Es stellt sich jetzt nicht in die Staatskanzlei oder erhält keine Ansprache an das bayerische Volk oder er baut nicht Fahnen auf, um davor ganz präsidial zu stehen. Er erklärt mal eben auf einem Parteitag, die Pandemie ist zu Ende. Man muss das ja weiterspinnen. Wäre der Parteitag erst in 3 Wochen gewesen, wäre die Pandemie erst in 3 Wochen beendet worden. Also das ist erstmal, ich bin ja Lutheraner. Und Luther ist mein großes Vorbild und der hat ja die deutsche Sprache nicht nur erfunden, sondern entscheidend geprägt. Da kann ich nur sagen, dem Söder geht der Arsch auf Grundeis, weil er natürlich merkt, dass er mit seiner CSU in Bayern keinen Boden mehr hat und er selbst auch hoch umstritten ist. Also seine Mitbewerberin sozusagen, Ilse Aigner, hat ihn ja fast in manchen Umfragen schon überholt in den Persönlichkeitswerten. Also das hat natürlich politische Motive. Aber man muss sich mal vorstellen, lieber Boris Reitschuster, wir beiden hätten jetzt, sagen wir mal vorgestern, gesagt, also Corona ist eigentlich nur eine Grippe. Und diese ganzen Maßnahmen wie Masken und auch Impfen und so, das ist alles freiwillig. Also das brauchen wir letztlich nicht. Wir beiden wären doch sofort in Handschellen abgeführt worden. Jetzt sagt das 24 Stunden später ein Söder, der immer, und Sie sagten es ja, der große Hardliner war. Also Team Vorsicht. Und also ich bin absolut baff und kann nur sagen, das beweist das, was wir beiden in unserem ersten Interview vor 2 Jahren gesagt haben, dieses Ganze ist eine politische Geschichte und weniger eine medizinische. Ich denke, das sieht man ja jetzt auch ganz klar in China. Ich habe sogar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die von einer der angesehensten konservativen Zeitung zu einem Regierungsverlautbarungsblatt geworden ist, da war ein großer Artikel und da haben die sich tatsächlich getraut zu schreiben, dass doch jetzt offensichtlich sei, dass es in China bei Corona um Politik geht. Und da habe ich mich gefragt, wann machen die jetzt den nächsten Schritt und zählen eins und eins zusammen? Weil wenn man sagt, in China geht es da nur noch um Politik, um Unterdrückung und um Kontrolle, wann machen Sie dann diesen Schritt zu Deutschland? Also ich habe den Eindruck, da fallen im Moment die ganzen Narrative. Ja, es fällt alles in sich zusammen, wobei die Deutschen natürlich besonders gründlich sind. Also wenn ich jetzt heute Morgen durch Berlin hier gehe oder sehe in den Geschäften, wie sie alle noch hinter Masken sitzen, obwohl man es gar nicht muss. Und wenn ich denen jetzt sagen würde, also wissen Sie was, Herr Söder hat doch gerade für den ganzen Kosmos, also nicht nur für Augsburg, nicht nur für Franken, nicht nur für Oberschwaben, nicht nur für Bayern, für den ganzen Kosmos erklärt, das sei doch eigentlich nur eine Grippe. Also man muss das bitte noch mal einmal, alle Artikel von Reitschuster, auch meinetwegen die von Hane, sich in den letzten 2 Jahren angucken, dann
kann man ja mal eine wissenschaftliche Untersuchung machen, würde ich ja anregen. Wir haben ja genug Studenten, die sich ja Studierende nennen. Und weil es Studierende sind, sind sie ja dauernd am Studieren. Also können sie ja Tag und Nacht mal unsere Artikel und Sendungen studieren. Genau das, was wir seit 2 Jahren sagen, kommt nun plötzlich unvermittelt von dem größten deutschen Hardliner aus Augsburg. Und die Reaktion ist gleich null. Also es müsste doch unter unseren Kollegen ein riesiger Aufschrei sein. Was stimmt denn nun? Und wissen Sie, Sie haben ja jetzt gerade auf Ihrer Seite diese ganz großartige Ministerpräsidentin, Premierministerin von Alberta in Kanada zitiert, bis wir einen Artikel drüber geschrieben. Das ist die gleiche Blutgruppe wie Söder, also eine konservative, christliche Politikerin. Das will Söder ja auch sein, obwohl ich ihm das C in seiner Partei ja nachdrücklich, habe das bei Tichy ja geschrieben, abspreche. Und ich fordere, dass das C gestrichen wird. Aber was macht diese Frau in Alberta? Die ist vor ein paar Wochen gewählt worden und als allererstes stellt sie sich hin vor die Bevölkerung. Ich bitte um Vergebung. Also sie sagt, ich entschuldige mich. Ich bitte um Vergebung, dass wir diese Maßnahmen übertrieben haben, dass wir die Kritiker disqualifiziert und kaputt gemacht haben, auch beruflich. Und dann sagt sie nicht nur einfach, ich bitte um Entschuldigung, sondern sie sagt, die Kritiker müssen wieder an ihre Positionen, falls sie sie verloren haben, also eine Rehabilitation auch der Berufe. Und sie müssen sogar diejenigen, die gelitten haben unter diesen Maßnahmen, finanziell entschädigt werden. Auf diesen Appell warte ich, das ist eigentlich, was wir jetzt brauchen. Verstehen Sie, Jens Spahn stellt sich dahin, der das ja hauptsächlich als Gesundheitsminister zu verantworten hat und sagt, es wird viel zu verzeihen geben und macht sogar ein Buch daraus. Es wird nicht viel zu verzeihen geben, sondern diese Leute, die das alles auf dem Gewissen haben, müssen, und jetzt sage ich das, was wir beiden im ersten Interview vor 2 Jahren gesagt haben, die Rehabilitation der Kritiker und die juristische Verfolgung der Verantwortlichen. Die muss stattfinden, genau. Und in Deutschland ist es ja völlig umgekehrt. Also jemand wie der Friedrich Pürner, den wir, denke ich, beide sehr schätzen, da war jetzt das Gerichtsverfahren und ich habe einen Artikel gelesen in der Heimatzeitung dort, Augsburger Allgemeine, das war wirklich, also das war Niveau von DDR-Zeitungen. Das war wirklich, wo er da massivst angegriffen wird und unter der Gürtellinie im Oktober 2022. Also ich hatte jetzt gerade ein Interview mit Dr. Heisler aus der Schweiz und der hat einen Vergleich gemacht, den ich mir nicht zu eigen mache, aber der so heftig ist, dass ich ihn wiederhole. Er sagte, das erinnert ihn an diejenigen, die 1945 im Januar noch an den Endsieg geglaubt haben. Also ist ein sehr böser Vergleich. Ich mache ihn mir nicht zu eigen. Aber wissen Sie, wir haben ja einen sehr guten Kronzeugen in unserem Freund und dem größten jüdischen deutschen Publizisten, nämlich Henrik Broder. Und Henrik Broder hat gesagt, wenn ihr mich als Juden fragt, wie konnte es 1933 in Deutschland so weit kommen, dann guckt bitte, was heute passiert. Das kann man vielleicht, also ich kann das nicht so sagen, aber er sagt, dass er als Jude, der die Hälfte seiner Familie in den KZs verloren hat. Und wissen Sie, da wären wir ja noch mal bei Söder am Anfang. Pürner ist ja von Söder höchstpersönlich aus seinem Job geworfen worden. Das war ja nicht, der ist ja finanziell in kein Loch gefallen. Aber eine Rufschädigung sondergleichen, wenn sich ein Politiker hinstellt und einen angesehenen Wissenschaftler an die Seite schiebt. Aber es war ja nicht der Einzelfall. Er hat ja einen Professor, der Wirtschaftsökonom ist, aus dem Ethikrat geschmissen, weil der gewagt hat zu sagen, dass diese Corona-Maßnahmen, und nun kommt wieder der alte Hahne, das Löschen darf nicht teurer sein als der Brand. Und er sagte, was wir hier jetzt löschen, ist so verheerend in der Wirkung, dass unsere ganze Wirtschaft kaputt geht. So, was hätte denn jetzt kommen wir noch mal kurz nach Augsburg zum Parteitag, passieren müssen? Der Söder hätte den Pörner aus der Tasche ziehen müssen und sagen, hier steht die Symbolfigur,
der ich geschadet habe. Ich werde dir jetzt nicht nur den Bayerischen Verdienstorden dem Mann geben, sondern ihn wieder in Amt und Würden setzen. Und zweitens diesen Professor, der ja völlig richtig berechnet hat, wie die Lockdowns, die völlig überflüssig waren, wie wir heute wissen, denn es wäre ja ganz Schweden gestorben und sonst gäbe es ja nicht, fliegt ja jetzt nach USA. Da kann man ganz klar nachweisen, das kann selbst ich mit meinem schwachen Rechenkünsten, da gibt es die Staaten North Dakota und South Dakota. Das sind zwei amerikanische Bundesstaaten, die total identisch sind von der Bevölkerung, von allem. Und das eine ist demokratisch regiert, das andere ist republikanisch. Das heißt, die Republikaner haben nichts gemacht bei Corona und die Demokraten haben zusammen mit Söder und Spahn und wie sie alle heißen, gezittert. Jetzt kann man, die Zahlen gibt es ja und man stellt plötzlich fest, in beiden Ländern die gleiche Zahl der Toten, die gleiche Zahl der Kranken und so weiter und so fort. Die Zahlen liegen doch alle auf dem Tisch. Und deswegen kann ich nur sagen, ich finde es skandalös, wenn Leute wie Sie, die seit 2 Jahren mit seiner Existenz, ich kriege meine Rente, ob ich A oder B verwechsle und ob ich in Amerika bin oder in Kalifornien oder in Berlin, mich trifft das nicht. Aber jemand, der wie Reitschuster und wie sie alle heißen, Achse des Guten oder so weiter, davon finanziell, existenziell abhängig ist, dass diese Leute für das Gleiche, was Söder jetzt gesagt hat, in ihrer Handlungsfähigkeit immer noch beschränkt werden. Ich meine, ich sag noch mal, hätte Söder diese Geschichte 2 Wochen vorher gesagt, dann wären alle Dinge, die Kontensperrung bei Ihnen, der Ärger, den Sie mit Google und Facebook haben und so, wäre ja gar nicht möglich. Ich frage mich, wann wird endlich rehabilitiert und vor allem Schadenersatz geleistet. Ihnen muss persönlich Schadenersatz geleistet werden. Das ist meine dringendste Forderung. Also was mich am meisten erschreckt an dem Ganzen, ich hatte ja immer geglaubt, habe das auch in Russland erzählt, dass die Deutschen so wunderbar mit der Vergangenheitsbewältigung erfolgreich waren und dass sie das alles geschafft haben. Und jetzt ohne irgendetwas gleichzusetzen, man muss ja hier immer wie bei betreuter Pädagogik leider, muss man genau. Und weil es ja immer dann die Emotionen so hochkochen, ich setze überhaupt nichts gleich. Aber ich hätte erwartet, wenn die Vergangenheitsbewältigung erfolgreich wäre, dass man verstanden hat, dass man Menschen mit anderer Meinung nicht ausgrenzen darf, dass man die nicht diffamieren darf und dass man die nicht entmenschlichen darf und dass man etwas weniger staatsgläubig ist, dass man versteht, dass einer der Gründe für den Faschismus diese enorme Staatsgläubigkeit war, warum das auch in Deutschland weiterging als in Italien. Die Italiener sind nicht so staatsgläubig, die haben aber auch nicht 6 Millionen Juden umgebracht. Und bei uns, diese ganzen Mechanismen, die man eigentlich hätte durchschauen müssen, die Mechanismen, ich rede nur von den Mechanismen, die kommen heute wieder und diese Leute, die glauben noch, die Jusos haben sogar geschrieben, sie seien mutiger als Graf Stauffenberg, weil sie sich jetzt den Nazis widersetzen. Die glauben das tatsächlich. Also die denken, wenn sie heute im Zeitgeist schwimmen, ist das mutiger, als wenn Stauffenberg eine Bombe... Aber ich gehe ja sogar so weiter. Natürlich geht es mir auch nicht in den Kopf. Aber da frage ich mich, wo ist der Verfassungsschutz? Wo ist das Verfassungsgericht? Und. Denn wenn wir nur den geringsten Vergleich machen, also siehe Broder, mit, wenn ihr 33, müsst ihr zu heute gucken. Da ist ein 17-jähriger Schüler in München mit diesem Plakat bei Herrn Söder rumgelaufen und wurde sofort das Plakat weg und er kriegte ein Verfahren. Weil natürlich einerseits die Polizisten wahrscheinlich zu blöd waren, zu wissen, was das war. Aber zum anderen, es greift ja auch politisch niemand ein. Das heißt, sie können Vergleiche anstellen. Also zum Beispiel wäre jetzt, das grenzt ja schon fast an Holocaustleugnung, wenn man Stauffenberg niedriger einstuft als der jetzige Kampf gegen die angeblichen Nazis, Corona-Leugner und Covidioten und wer weiß was alles. Das heißt, hier werden ja Dinge verglichen, man ist erschüttert. Ich war jetzt gerade zu einer großen Veranstaltung in Sachsen und da habe ich mit so vielen Leuten gesprochen und da habe ich gemerkt,
Im Osten, das fängt in Ost-Berlin übrigens schon an, gibt es ein sehr waches Gespür und Gehör zwischen den Zeilen und so weiter. Allein schon die Sprache, die sagen mir, das haben wir doch vor 89 alles vom damaligen Regime auch gehört. Und für mich ist es, ich muss Ihnen sagen, ich mache das Geschäft ja nun seit exakt 50 Jahren an vorderster Front. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass eine solche Entwicklung nach Westdeutschland in dem Fall kommt oder jetzt nach ganz Deutschland. Weil, was ist der Unterschied? In Wandlitz, also wo sich die Bonzen der SED und Stasi und so weiter ihre eigene Welt gebaut haben, war eine Mauer drumherum. Da hat man vielleicht geahnt, was da passiert. Keiner hat es gewusst. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Die jetzigen machen es dreist öffentlich, ganz öffentlich. Die Grünen haben von 14 Tagen ihren Parteitag in München. Da haben sie mit Masken und mit allem, als die Kameras aus waren und der bunte Abend da das Besäufnis anfing, rissen sie sich die Masken vom Gesicht und so. Und dann haben wir ein Staatsoberhaupt, das im Zug, wo jede Oma oder Justus Franz, der Freund von Helmut Schmidt als Starpianist, von der Polizei abgeführt wird, weil sie keine Maske richtig aufhaben. Im Speisewagen beim Essen. Ja, beim Essen. Sitzt ein Mann wie Steinmeier ohne Maske und lügt auch noch und sagt, das war nur ein kurzes Foto. Nachher stellte sich raus, da wurde ein ganzes Video aufgenommen. Und ich kann nur sagen, wenn wir diese Vorbilder haben und diese Leute, die einfach das, was sie uns vorschreiben, offensichtlich nicht selber einhalten, das ist für mich die größte Heuchelei und das größte Pharisäertum. Und Sie, Boris Reitschuh, Sie haben es ja eben angesprochen, am erschütterndsten, und das sage ich jetzt nicht unseren Zuschauern, das sind alles Leute, die Interesse haben und die hellwach sind. Aber zu jeder Regierung, vor allem in einer Demokratie, braucht es ja auch ein Volk, das sie wählen. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem, dass wir, das haben wir in Niedersachsen wieder erlebt, am erschütterndsten finde ich übrigens im Ahrtal, sie haben im Ahrtal, sind die untergegangen, die Leute, gestorben und genau nachweislich, dass das Fehler der herrschenden Regierung war. Aber dann war Wahl und sie wählen sie alle wieder. Also zu jeder Regierung gibt es auch das passende Volk. Das ist das eigentlich Erschütternde. Und warum sind die Menschen in Deutschland derart obrigkeitshörig? Also man würde ja wirklich erwarten, gerade wir sollten geläutert sein, ja, nach der Erfahrungen. Wir hatten zwei Diktaturen, eine nationalsozialistische, eine sozialistische und eine rote, eine braune. Ja, ja. Genau. Aber da kommt natürlich vieles zusammen. Also natürlich kann man jetzt ganz groß psychologisch und das habe ich ja noch alles studiert, auf die Vergangenheitsbewältigung, Drittes Reich, Hitler und so weiter hinweisen. Das ist immer noch dieser Schuldkomplex. Das ist ja erstmal gar nichts Negatives, ist ja ein Fachausdruck, dieser Schuldkomplex, wo ja selbst andere Länder, also zum Beispiel Frankreich, auch übrigens USA, gesagt haben, hoffentlich legen die Deutschen das bald mal ab, weil das ja jeden normalen Diskurs kaputt macht. So, aber jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Wir haben ja eine Altparteien-Regierung. Das heißt, die CDU-CSU ist ja in vielem das Schlimmste in den Methoden. Es wird mal eben im Bundestag um Mitternacht ein Gesetz durchgepeitscht, wer also russische Kriegsverbrechen leugnet. Also ich kenne niemanden, der das leugnet, weil das ja ganz offensichtlich ist. Ein Angriffskrieg ist ein Verbrechen. Aber es wird jetzt ein extra Gesetz gemacht. Wer das leugnet, wird sofort abgeführt und eingesperrt. Und wer sind, und dann heißt es unter der Bevölkerung, das war ja diese böse Ampelregierung, die übertreibt es.
Die entscheidenden Rädelsführer kamen aus CDU und CSU. Und die einzigen, die dagegen waren, war die Linkspartei und die AfD. Und das ist aber ein typisches Beispiel für Deutschland. Wenn alle Medien, außer den wenigen Wahrheitsmedien, ich sage ja nicht Alternativmedien, man muss ja inzwischen schon sagen Wahrheitsmedien, die nicht mitmachen, wie Sie oder wie auch die Junge Freiheit oder Achse des Guten Tichy, Kontrafunk zum Beispiel, Kontrafunk. Die Leute hören und sehen ja nur diese gleichförmige Meinung. Und da wäre es ja fast ein Wunder, also für mich, ich sehe es immer umgekehrt, der Widerstand, den es heute gibt, und Sie haben ja herrlich auf Ihrem Pullover das Wort Spaziergänger. Übrigens, da kommt der Verfassungsschutz. Die Spaziergänger haben ja ihre Unschuld verloren. Ja, Hat das ganz, das ist ja, hat der kriminell Staat spazieren überhaupt gehen. gesagt? Ja, und ich sage immer, wissen Sie, jeder Arzt, egal ob Corona, pro, contra, ob der links, rechts ist, ob der Atheist, Christ oder wer, jeder Arzt sagt, das Wichtigste für die Gesundheit ist frische Luft, spazieren gehen und vor allem montags. Jetzt nochmal zu diesem Gesetz zurück. Das ist ja noch erschreckender, dass die das gegen 23 Uhr und ohne Diskussion Ja, verabschiedet haben. Also das ist gespenstisch, muss man sagen. durchgepeitscht. Gespenstisch. Und Ja, es ist auch völlig absurd. aber wissen Sie, und das ist für mich eines der erschreckendsten Erfahrungen meines Berufslebens. Und ich habe es ja auch in meinen Büchern geschrieben, eins haben wir ja letztes Mal besprochen, das, was vor 10 Jahren, ich habe da glaube ich schon 15 Jahre, man kann schon fast sagen, vor 10 Jahren noch normal war, wurde dann ganz plötzlich zu konservativ, zu erzkonservativ, zu reaktionär, zu ultrareaktionär, zu rechts, zu rechtsradikal und dann Nazi. Das heißt, die gleichen Positionen. Also wenn ich heute, das mache ich bei meinen Vorträgen immer mal, lese ich einfach aus dem CDU-Parteiprogramm vor von Helmut Kohl, dann ist ein Aufschrei, die Nazis sind wieder auferstanden. Das heißt, was man noch vor 20 Jahren ganz normal sagen konnte im Diskurs, dürfen Sie heute ja noch nicht mal mehr denken. Also Sie haben ja bald schon die Gedankenpolizei im Denken. Und das ist eine Entwicklung. Es macht ja auch jeder mit. Also nehmen Sie nur mal diese unsägliche Gendersprache. Ich sage heute ganz klar, wer heute Gendersprache verharmlost, verharmlost morgen den Pubertätsblocker, mit dem man unsere Kinder kaputt machen will. Das ist ja ein medizinischer Eingriff, da möchte ich jetzt nicht Namen nennen aus dem Dritten Reich, wo man das auch so gemacht hat. Wer, sage ich mal, als Christ, wir haben uns gefallen lassen, dass man uns den Regenbogen geklaut hat. Der Regenbogen gehört nicht zu irgendeiner queeren Bewegung, sondern ist ein Bundeszeichen Gottes aus der Bibel. Im Übrigen hat dieser Noah, der ja nachher den Regenbogen geschenkt bekam, nur zwei Geschlechter mit auf seine Arche genommen jeweils. Und wenn Sie Herrn Merz von der CDU heute fragen, wie viele Geschlechter gibt es, weiß er keine Antwort. Also da sehen Sie mal, wie wahnsinnig schnell alles gelaufen ist. Wer heute Winnetou verbietet, weil da drin angeblich Rassismus ist, wird morgen die Bibel verbieten. Denn da ist ja viel Schlimmeres drin. Dagegen ist Winnetou und Karl May ja noch harmlos. Das ist dieses typisch Deutsche. Wir sind jetzt inzwischen gleichgeschaltet. Wir haben vor allem Angst. Angst, Angst. Angst, Angst. Es herrscht ja nur noch Angst. Genau. Angst vor Corona, Angst vor Krieg, Angst vor und Angst vor den falschen Meinungen. Genau. Aber, da muss ich auch mal was Positives sagen. Wenn ich irgendwo durch die Straßen gehe und Gott sei Dank ist der alte Hahn ja noch nicht tot, sondern die Leute kommen auf einen zu und sagen, Mensch, Sie sind doch Peter Hane. Wir haben Sie gehört bei Reitschuster oder lesen Ihre Artikel bei Tichy oder wer weiß wo. Gut, dass es Sie gibt. Und das sagen mehr, als wir denken. Und da auch unsere lieben Politiker, inklusive dem noch lieberen Verfassungsschutz, das wissen, ist es doch ein Ritterschlag, wenn man uns bekämpft.
dass sie bekämpft werden. Das ist zwar existenziell wahnsinnig schwierig, wenn es zum Schluss auch ums Überleben geht, aber auf der anderen Seite, man muss das ja auch mental alles verarbeiten. Im Endeffekt ist es ein Ritterschlag. Wenn wir null Wirkung hätten, wenn auch dieses Interview null Wirkung hätten, ja, da bräuchte man sich doch nicht aufzuregen. Man regt sich nur auf, wenn die lesen, Reithuster hat 57 Millionen Einschaltquote. Da sind die ja, sowas gibt es ja kein zweites Mal im Kosmos. Das sehe ich auch so. Was trifft, trifft zu, ist einer meiner liebsten Sprüche so. Von dem großen genau, Karl Krauf. Und genau das ist es. Und Sie sehen einfach, Sie haben massive Angst vor dem Der Kaiser ist Nackt-Effekt. Also Sie haben mit Ihrem rot-grün-woken-Modell sind Sie völlig von der Realität weg. Und das ist völlig offensichtlich. Es wird nur dadurch stabilisiert, dass die großen Medien das Spiel mitmachen, dass die sagen, ja, die haben Kleider an, das ist alles wissenschaftlich bewiesen, das ist alles wunderbar. Ja, ARD, ja. ZDF, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, wie sie alle heißen. Und ja, dann kommen solche bösen Leute wie Peter Hane oder die Achse oder auch meine Wenigkeit und sagen, ja, aber hallo, die sind ja nackt, wie jetzt diese Zahlen da mit den Covid-Toten, ja, wo dann herauskommt, dass teilweise bis zu jeden 10. Covid-Toten am Tag aus Deutschland angeblich sind, weltweit und dergleichen. Und davor haben sie am meisten Angst. Sie sind nackt, weil sie Ideologen sind, sie sind nackt in Bezug auf die Realität und sie haben panische Angst vor den Kindern in Anführungszeichen wie Ihnen und mir, die dann sagen, ja, aber hallo, sie haben doch kein Kleid an und die großen Konzerne machen mit. Und das Interessante ist ja, das Ganze ist auch in Deutschland natürlich sehr stark, in anderen Ländern viel weniger, ein Bildungsnotstand. Wir leben in einem unglaublichen Bildungsnotstand. Also die Jusos wissen nicht, dass sie den Kampf gegen uns nicht vergleichen können mit Stauffenberg. Genauso ist es aber, verstehen Sie, wenn die oberste Heeresleitung unserer Regierung erklärt, also Haltung ist das Entscheidende. Also nicht mehr Leistung und Zeugnisse und Wissen, sondern Haltung ist das Entscheidende. Das ist ja auch die neue feministische Außenpolitik, wo Baerbock sagt, also für den diplomatischen Dienst muss ich eigentlich nichts mehr können. Hauptsache, ich habe Haltung. So, und dann muss man eigentlich in allen Fällen, ich mache das überall so, die Argumentation der anderen für sich übernehmen. Also, wenn mir einer sagt, nur Haltung zählt, sage ich, ist wunderbar. Wenn Sie jetzt in die Klinik kommen, meinetwegen Charité, weil Sie gerade einen Herzinfarkt haben, dann sagt die Klinikleitung, also wissen Sie, Frau Baerbock, Herr Habeck, Herr Söder, Herr Merz, wie Sie alle heißen, also wir haben gerade keinen feministischen Chefarzt da, aber unsere Putzfrau übernimmt die Operation, die hat Haltung. Also man muss ja das Absurde nur deutlich machen. Und wer mir vorwerft, ich sei ein Verschwörungstheoretiker, ich sei ein Schwurbler, ich sei wer weiß was, dann kann ich drehe ich das um und sage, die Bundespressekonferenz, zu der wir beiden gehört haben, Sie sind rausgeflogen, ich bin ausgeschieden oder ausgetreten, das ist der kleine Unterschied in Anführungszeichen, die Bundespressekonferenz ist doch ein reiner Schwurbelverein. Also es wird nirgendwo so viel geschwurbelt wie da. Es gibt nirgendwo so viele Fake News wie von dieser Bank, wo die Pressesprecher und Politiker sitzen. Und insgesamt ist das, was wir haben, eine riesige Verschwörungstheorie. Also wer heute angesichts der Zahlen, die ja alle auf dem Tisch liegen, nehmen wir Corona, der Toten, der ganzen Impfnebenwirkungen und wer sich diese Zahlen alle einmal zu Gemüte führt, kann ja nur sagen, dass das System, was verhindert, dass das offen wird mit Konsequenzen, nämlich es war falsch, Schluss, wir bitten um Verzeihung und so weiter, wir rehabilitieren die Kritiker, dass das in sich eine Verschwörungstheorie ist. Also es wird ja immer so ein Theater gemacht mit den Verschwörungstheorien. Für mich sind das Verschwörungsrealitäten, weil ja das wahre Leben diese Theorien bei weitem in den Schatten gestellt hat. Als es wir vor 2 Jahren das erste Mal sprachen, hätten wir uns nicht vorgestellt, dass das heute alles Realität wird, was wir damals geahnt haben.
Absolut, das ist ja das eigentlich Erstaunliche. Und das Witzige ist, dass die ja einen ständig versuchen zu brandmarken dann, also bei mir überall, ja, Wikipedia und dergleichen, das sind ja reine Brandmarkungsveranstaltungen, Diffamierungsmaschinen. Und da kommt immer der Vorweis Falschinformationen. Wenn man sich das dann aus Ja, heutiger ja. Sicht ansieht, müssten die das umdrehen. Und die fremen ja dann auch immer, wenn sie irgendwo was schreiben, So ist es. Reitschuster, der für seine Falschinformationen bekannt ist. Und die müssten das bei Lauterbach schreiben, die müssten das bei ARD schreiben, die So. müssten das bei ZDF schreiben. Also es ist völlig, das Schwarze ist weiß und das Weiße ist schwarz. Es ist phänomenal und das muss aus meiner Erfahrung, aus der geschichtlichen Erfahrung raus, muss das irgendwann zusammenbrechen. Und dann gibt es ein ganz, Ja, ganz aber böses Sie haben ja Erwachen. eben. Ja, Sie haben ja eben die Jusos erwähnt, die dann plötzlich mit Stauffenberg Gewählt ankommen. nicht. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen was erlebt. Also das ist so Wahnsinn. Da machen die Grünen ganz offiziell mit Landtagsabgeordneten und allem eine Kampagne gegen mich. Ich würde ja in meinen Vorträgen, ich meine, die sind erschüttert, weil sie noch nie in ihrem Leben vor so vielen Menschen gesprochen habe, wie ich an einem Samstagmittag. Machen die ein Riesentheater, ich würde Angst verbreiten. Die Also Grünen, ich die kann von nur Angst sagen, was, leben. ja, was ich verbreite, sind Realitäten, aber ist ja egal. Ich würde Angst verbreiten. Und das muss man sich mal vorstellen. Die Partei, die doch extra dafür gegründet wurde, Angst zu verbreiten, wirft uns, ja Ihnen auch vor, wir würden Angst verbreiten. Das heißt, wer heute das Szenario eines grünen Parteitages, ich lasse das ja alles über mich ergehen, ich habe ja an unzähligen Parteitagen teilgenommen in 50 Jahren, da ist die pure Angstmacherei. Ich habe Angst zum Atmen, weil ich mich vergifte, Angst vom Klima, Angst vor, und die letzte Generation und wer weiß was. Und wissen Sie, was mich am meisten erschüttert ist, und das kann ich nochmal unterstreichen, weil Sie es gesagt haben, eigentlich machen alle mit. Ganz allen voran die Kirchen. Das ist für mich einfach. Und dass die Kirchen jetzt leer sind und jede dritte Kirche geschlossen wird. Wir erleben ja jetzt ein Sprießen der Moscheen. Überall sprießen die Moscheen aus dem Boden und werden dann auch noch von den Ministerpräsidenten feierlich eröffnet. Und die Kirchen werden geschlossen. Das ist eine Selbstzerstörung. Das heißt, wenn ich Kirche oder auch die Gewerkschaften, sie sind ja alle völlig zahnlos. Sie machen alle mit. Auch unser guter Journalistenverband. Ich bin ja aus allem ausgetreten, weil ich sage, wo ist denn hier noch eine Interessenvertretung? Hier muss doch ganz klar gefordert werden, wir sind kritische Journalisten und nicht Hofberichterstatter. Nein, jetzt gab es die Steinmeier-Rede. Es lohnt sich, die sich nochmal anzugucken. Da hat vorher das Bundespräsidialamt bei den Kollegen angerufen. Ich habe ja hier viele Kontakte noch. Also das wird eine Kennedy-Rede. Eine Kennedy-Rede. Sie werden alle, und Churchill, also wie Churchill damals im Ende des Zweiten Weltkrieges nochmal, wir halten durch und die Demokratie siegt und wir halten zusammen. Ist eine Rede, wo noch nicht mal die Bundesregierung anwesend war. Die haben wahrscheinlich gewusst, was kommt und sind gleich zu Hause geblieben. Dann waren es nur Allgemeinplätze. Es schreibt selbst ein sonst linkskritischer Kollege bei NTV, also das hätte, das sei ja, er hätte, normalerweise hätte er erstmal sagen müssen, für was er alles verantwortlich ist, mit seinen ganzen Russland-Connections und wer weiß was alles. Und auch in der Corona-Zeit, das war ja pure Hasspredigt, was oft aus dem Schloss Bellevue kam. Das heißt, da wird eine läppische Rede hochgejatzt durch die Spin-Doctors. Jetzt kommt Kennedy, jetzt kommt Churchill. Das ist so ein Etikettenschwindel. Es ist Etikettenschwindel. Und ein Hoffnungsschimmer haben wir, dadurch, dass bei diesem angeblichen Kennedy-Akt die Bundesregierung mit niemandem vertreten war, ist ja schon der Beweis, sie wollten damit nicht identifiziert werden, rein optisch nicht, dass sie jetzt zuhören, wie der die Allgemeinplätze bringt. Und vielleicht ist das doch ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass man auch durch den Druck der Öffentlichkeit
dass die Ränder links und rechts eben stark sind und dass eine Wagenknecht, wenn die eine Partei gründen würde, natürlich Erfolg hätte. Das wissen die doch alles. Versuchen sie jetzt, wie Augsburg, sofort schnell alles zu beenden. Aber Friedrich Merz war da. Ja, ich finde das toll, dass Sie das jetzt sagen. Das ist ja ein Zeichen, wie helle Sie das alles beobachten. Ich hätte es jetzt nämlich auch noch gesagt. Die entscheidenden Opportunisten sitzen da natürlich immer. Und wissen Sie, das ist für mich das Erschütternde. Wir haben doch erstmals in der demokratischen Parteiengeschichte, das hat es noch nie gegeben, dass die größte Oppositionspartei nicht als Opposition wahrgenommen wird und von den Wählern abgestraft wird. In Niedersachsen hat die AfD so viele Stimmen zugelegt, wie die FDP überhaupt insgesamt Stimmen hat, haben die zugelegt. Eigentlich hätte es doch sein müssen, dass die große Oppositionspartei CDU, die ja in Niedersachsen auch stark ist, zulegt. Sie hat minus 8 Prozentpunkte. Das heißt, die Bevölkerung nimmt die CDU und die CSU gar nicht mehr als Opposition Nein, wahr. Nein, ist sie auch nicht. Die Krankheit. Genau, ist sie auch nicht. Also ich bin immer gegen alle Vergleiche und vor allem Gleichsetzungen, aber es gibt eben Leute, die sagen, das erinnert sich an die Blockparteien. Mache ich mir nicht zu eigen, aber, aber dass da keine... Gut, aber es ist ja, also gut, ich meine, man muss ja den Begriff nicht, aber sie können ja rein... Ich meine, wir haben ja nun mal die deutsche Sprache und die hat kein anderes Wort. Es ist ein Block. Es ist ein also, Block, wenn man ja. sieht, und da muss ich sagen, wenn Sarah Wagenknecht auftritt oder Alice Weidel von der AfD, ist ein Lärmpegel im Bundestag. Genau. Das erinnert mich dann wieder an Kaiser Wilhelms Quasselbude. Das heißt, die Verächtlichmachung der Demokratie findet auch dadurch statt, dass man noch nicht einmal das Mindestmaß an Anstand und Haltung besitzt, den anderen zuzuhören. Ich bin der Überzeugung, dass ich mich oder wir beiden könnten uns mit vielen Politikern sachlich unterhalten und würden sogar noch zur Aufklärung beitragen. Wir haben ja inzwischen schon ein Feindbild. Also Sie haben ja nur noch einen langen Namen. Bei mir, bei H., geht ja schon die Klappe runter. Bei Ihnen ist vielleicht noch das Wort Reit und dann denken Sie, da kann nur Schuster kommen. Sofort ausschalten, ausschalten. Wir hören uns doch gar nicht mehr zu. Das ist doch das Problem. Aber das liegt eben genau daran, dass Sie sich so weit von der Realität entfernt haben und dass Sie das nicht anhören können. Also ich habe das oft schon verfolgt im Bundestag, wenn dann eben jemand das ausspricht, was eigentlich offensichtlich ist, dann drehen die völlig durch die anderen. Sie wollen ihn überschreien, sie können sie ertragen, das nicht mit der Realität konfrontiert zu werden und sie machen dann teilweise eine völlige Projektion. Sie werfen denen das vor, von dem sie selber wissen, dass sie das machen, dass die Realität verdrängen. Und es ist phänomenal. Also für jeden guten Psychologen ist das eigentlich eine wunderbare Richtig. Sache. Und mit den Parteien das noch ganz kurz, Block oder Nicht-Block. Also es gibt ja keinen Richtungsstreit mehr. Früher stand die Union und auch teilweise die FDP für die eine Richtung, die Sozialdemokraten für die anderen. Und dann hat man sich gezankt. Und heute sind die eigentlich alle in Richtung Rot, Grün, Woke, also Sozialismus und die Nuancen. Ja, da muss ich jetzt mal ganz schnell eingreifen. Also wir haben ja seit heute oder gestern wissen wir die Rettung der FDP. Die FDP ist eigentlich ja nicht mehr zu retten, weil sie völlig überflüssig ist. Aber Herr Lindner zieht jetzt in den Wahlkampf mit einem Pornostar. Wow. Ja, muss man mal bei Google gleich mal gucken. Ist auch interessant anzusehen. So ein Busenwunder. Ja, die tritt jetzt in Elmshorn beim Kommunalwahlkampf auf. Und das ist jetzt die ganz große, also ich denke, die FDP wird jetzt mindestens auf 20% kommen. Die stellen den nächsten Kanzler. Richtig, also es ist, wissen Sie, man kann es nur noch ironisieren, weil wir einen Bildungsnotstand in Deutschland haben, der so erschreckend ist. Also wenn Sie einen Wirtschaftsminister haben, der erklärt, also lieber Reitschuster, nun regen Sie sich doch nicht auf, dass Sie insolvent gehen mit Ihrem Sender. Hören Sie doch einfach mal 4 Wochen auf zu senden und dann fangen Sie wieder an. Bäckermeister, hör doch auf zu backen in 4 Wochen. Da sag ich immer, wie, die Queen ist doch nicht tot. Sie hat nur aufgehört, für 2 Wochen zu atmen. Wir werden ja von Leuten regiert, die
wo die Ahnungslosigkeit und Bildungslosigkeit aus den Augen guckt. Und wenn das noch gepaart ist mit Ideologie, genau, dann ist alles verloren. Und gepaart mit Medien, die das Ganze noch unterstützen. Da gab es ja eine richtige Kampagne, ja, wo man Habeck dann unterstützt hat. Das stimmt ja, theoretisch mag es stimmen, aber es ist in der Praxis völliger, ja, völliger Blödsinn. Ja, gut, wirtschaftstheoretisch mag es zutreffen, aber es ist gaga. Ja, aber was erwarten Sie denn von diesen Medien? Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wir haben uns ja immer aufgeregt, im Regierungsflieger nach Kanada, also ich noch mal zu Alberta, zu der großen Ministerpräsidentin, der Olaf Scholz hätte mal lieber zu der fliegen sollen. Nein, er flog natürlich zur kanadischen Gesamtregierung. Und da war ja bekanntlich im Flugzeug kein Politiker mit Maske. So hieß es überall. Genau. Ich fand es allerdings viel, viel schlimmer, dass unsere lieben Kollegen, die wir beiden alle kennen aus der Bundespressekonferenz, dass die keine, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da sehe ich dann einen, der in seinem Studio anordnet FFP2-Maske überall. Alle Sitzungen finden nur digital statt, obwohl man nebenan im Zimmer sitzt. Und im Fahrstuhl darf nur eine Person fahren. Dieselbe Person, die ich namentlich nicht nennen will, sitzt in diesem Regierungsflieger eng an eng ohne Maske. Das heißt, der Hofjournalismus geht ja sogar so weit, dass der Habitus der gleiche ist wie der Politiker. Ich habe auf meiner Seite einen Artikel von Wolfgang Röhl, Kollege, sehr ehrenhafter, und der beschreibt auch sehr eindringlich, dass wir im Kaiserreich eine weitaus größere Pluralität von Medien hatten und die Medien in ihrer Gesamtheit sehr viel kritischer waren mit der Regierung und mit Kaiser Wilhelm, als wir das heute haben. Und das ist wieder gegensätzlich proportional zu diesem Größenwahn, zu dieser Hybris, wo wir sagen, wir sind das beste Deutschland aller Zeiten, und in Wirklichkeit haben wir sogar das Kaiserreich in dieser Hinsicht hinter uns gelassen. Ich meine, das ist ja sowieso das Allerschlimmste. Wir Deutschen, und deswegen frage ich mich, warum die Grünen, vor allem die Grünen, nicht endlich die erste Strophe des Deutschlandliedes wieder offiziell zur Nationalhymne machen, nämlich Deutschland, Deutschland über alles. Was wir heute praktizieren weltweit, ist die Hybris der Hochmoral. Wir haben ja nichts mehr zu exportieren, weil wir haben ja nichts mehr. Also jetzt BASF hat gestern beschlossen, Tausende von Arbeitsplätzen in Ludwigshafen zu streichen. Alles geht jetzt Richtung China. Natürlich bleibt jetzt niemand mehr hier. Wie wollen Sie denn das Personal bezahlen? Wie wollen Sie die Energie bezahlen? Und, und. Das heißt, das Einzige, was wir noch exportieren, ist diese moralinsaure Besserwisserei einer Hochmoral. Und ich bin der Überzeugung, dass uns weniger die wirtschaftliche Schwäche weltweit isoliert, als dieser Habitus, der wird in der Welt gehasst. Absolut. Gehasst. Absolut. Und wenn ich jetzt nach USA komme, merke ich schon bei der Einreise, wenn ich komme ja mit der Swiss Air, das heißt, sie denken alle, ich wäre Schweizer. Da werde ich mit offenen Armen in San Francisco an der Grenzkontrolle da empfangen. Wenn die Lufthansa landet, merkt man schon, da werden ein paar Schalter geschlossen, das kann man alles genau feststellen, da machen die Amis schon weniger Schalter auf, damit die Schlange möglichst lang ist. Da muss man dann 3 Stunden auf einen Leihwagen nachher warten. Das heißt, diese kleinen Nadelstiche, die es jetzt überall schon gibt, gucken Sie mal die Entfremdung Deutschland-Frankreich. Man hätte sich nie vorstellen können, dass es so etwas gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese ganzen wer weiß was für Gipfel für manche Spitzenpolitiker der Welt nervig sind. Und jetzt stellen Sie sich mal einen Augenblick vor, ich erlebe ja am 8. November, hautnah in den USA, seit 20 Jahren erlebe ich das, ein Wahltag. Da sehe ich ja schon die langen Gesichter der deutschen Kollegen, die wir ja beide kennen. Ich schalte immer den Ton aus und sehe an den Gesichtern, wie das Wahlergebnis ist. So, und jetzt werden die Republikaner mit ihrem Trump an der Spitze da, wenn alle Umfragen zutreffen, wahrscheinlich sogar 57 oder sogar 60% gewinnen. Jetzt stellen Sie sich einen Augenblick vor, Trump käme wieder. Da haben wir
in 2 Jahren als Deutsche nichts mehr zu melden. Nichts mehr. Wir haben uns an China verkauft. Der Hamburger Hafen erst 5% wie Piräus, nachher ist es 100. Wir kriegen unsere Medikamente aus China, wenn China sagt, wir liefern nicht mehr. 100 Medikamente werden nicht mehr geliefert. Das muss man sich mal plastisch vorstellen. Es gibt lebenserhaltende, rettende Medikamente, die es inzwischen nur noch unter der Ladentheke gibt. Hätten Sie das jemals gedacht, vor 3, 4 Jahren, dass wir in so eine Situation kommen, von der Energie ganz zu schweigen? Und das kann ich immer nur sagen, ob das die Bahn ist, die kaputt ist, die Post ist, die kaputt ist, die Autobahnbrücken, die kaputt sind. Das ist doch nicht in den letzten Wochen vom Himmel gefallen. 16 Jahre CDU-CSU, 16 Jahre Verkehrsminister zum Beispiel von der CDU für die Bahn oder Postminister für die Post, haben wichtige Infrastruktur unseres Landes zerstört, absolut zerstört. Und das große Problem ist, also ich hatte jetzt ein Interview mit der Jungen Freiheit und die hatten vorher ein Interview mit dem Fleischhauer und die sagten dann, ja, sie sind so skeptisch, der Fleischhauer sagt, alles ist stabil, es kann gar nichts Schlimmes kommen. Und ich sagte dann, ich glaube, es hat mit Generation auch zu tun, beziehungsweise bei mir mit dem langen Auslandsaufenthalt. Weil wer das nie erlebt hat, wer immer nur Wohlstand, Friede, Freiheit erlebt hat und nicht durch ein gewisses Alter, sie waren ja auch viel näher dran an den schwierigen Zeiten, wer das nie erlebt hat, der kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Das ist wie in Kuba, als ich einem Kubaner erklären wollte, was Schnee ist. Der hat das schon, ich glaube, technisch hat er das verstanden, aber ja, genau. Der konnte überhaupt sich eben nicht vorstellen, dass das dann kalt ist, dass man friert und all das. Und ich glaube, dass diese Generation, die nie Schwierigkeiten erlebt hat, die eigentlich immer nur wie eine Schneeflocke sozusagen behütet war und immer nur gut, die können sich das nicht vorstellen und in Wirklichkeit droht uns eine massive Verwerfung. Ich hoffe ja, dass ich irre. Ich sage ja nicht, dass ich die Wahrheit gepachtet habe, wie die öffentlich-rechtlichen Kollegen. Ich glaube leider nicht irren, denn ich fasse das auch genauso zusammen wie Sie in 2 Sätzen, die ich aber auch schon lange, lange sage. Erstens eine Banalität, alles ist Biografie. Das heißt, man kann das noch so rational denken, mathematisch denken, philosophisch, was auch immer. Zum Schluss zählt die Biografie. Ob ich nun in einem Wohlstandshaushalt aufgewachsen bin, in einem hanseatischen Milieu, wo das Geld nur so fließt, oder ob ich, wie ich, vom Dorf komme, aus ganz schlichten Verhältnissen, das ist ein Unterschied, auch in der Wahrnehmung des Ganzen. Und es ist eben alles biografisch bedingt. Und dann haben Sie auf der anderen Seite natürlich eine Parallelgesellschaft, die immer stärker wird. Also wir beiden wissen es ja. Wir können ja eigentlich mal Stadtführungen in Berlin anbieten und einfach den Leuten nur zeigen, welcher Hauptstadtjournalist und Politiker wohnt. Deswegen gibt es ja diese schöne Forderung von mir, wo man sich ja doll beliebt macht. Erstens, ich fordere, dass nur noch Leute mit abgeschlossener Ausbildung in die Landtage und Bundestage kommen, in die Parlamente, nur noch Leute, die eine abgeschlossene Berufs- oder Studienausbildung haben. Und zweitens fordere ich, dass die Kinder von Spitzenjournalisten, Spitzenpolitikern, Spitzenkirchenleuten und so weiter in Brennpunktschulen müssen. Man müsste diese Elite-Internate alle schließen. Und jetzt sage ich Ihnen eins. Ich nehme nur mal Berlin. Wenn das in Berlin nur 3 Monate praktiziert würde, hätten wir andere Gesetze und eine völlig andere Politik. Wir dulden es als einfaches Volk, dass sich die meinungsbildende Elite in eine Parallelwelt abschottet und uns von da belehrt, wie wir denken sollen. Ja, das ist so ein Witz.
Da noch zum Schluss, wir müssen schon zum Ende kommen. Ich könnte immer stundenlang mit Ihnen reden, aber wir machen lieber noch mal ein neues Interview. Es kam jetzt heraus, dass die Deutsche Bahn, wenn ein Regierungsmitglied mitfährt, dass die dann sofort, wie bei Louis de Funès, da gab es diesen Film, der, ich glaube, der Schlemmer oder ich weiß nicht mehr, wie er hieß, da kommt der Michelin-Prüfer, mit der die Sterne vergibt und dann verwechseln die das. Und der Michelin-Prüfer, der wird dann also verwöhnt bis zum geht nicht mehr, der vermeintliche und den echten verwechseln sie. Und bei der Bahn, wenn ein Regierungsmitglied mitfährt, dann machen die vorher, werden alle Mitarbeiter gewarnt, der Zug wird extra sauber gemacht, man kontrolliert extra die Technik, wenn da irgendein kleinster Fehler ist, dann wird der Zug ausgetauscht und die Leitstellen bekommen dann Anweisungen, dass dieser Zug Vorfahrt hat, dass der also pünktlich ankommt und natürlich, da fährt dann ein Minister mit und der denkt sich, ja, was will denn dieser Pöbel immer, die klagen, die Bahn sei so schlecht, das ist doch, die ist doch super, die Bahn, das funktioniert. Also, und jetzt sind wir wieder, am Anfang unseres Gesprächs, wo ich ja sagte, also das Wandlitz der DDR war hinter Mauern und geheim. Jetzt machen sie alles offen. Erich Honecker und seine ganze Bande da wurde ja in diesen großen russischen Limousinen immer von Berlin-Mitte nach Wandlitz gefahren. Und in der Augenhöhe, wie man aus dem Fenster gucken konnte, waren die Häuser ganz toll. Die waren also immer nur zur Hälfte gestrichen. Also man kann das heute noch sehen. Diese Route von im Staatsratsgebäude oder nachher Palast der Republik, dem sogenannten, bis nach Wandlitz, war immer in Augenhöhe. Das heißt, die Politiker der damaligen Zeit, der Diktatur, sind immer in dem Bewusstsein gewesen, es ist doch alles wunderbar. Nur wissen Sie, man kann natürlich drüber lachen. Also ich lache ja auch drüber. Nur inzwischen ist es ja bitterer Ernst. Also wenn ich sehe, dass hier bei mir im Kiez in Berlin gut angezogene alte Menschen in der Dunkelheit im Müll wühlen, dann wird es mir anders. Wenn mir ein Gastronom jetzt gerade in Brandenburg seine Speisekarte zeigt, in der steht, erstmals seit Stalingrad und wer weiß was alles, gibt es keine Weihnachtsgans, weil ich die Gans nicht mehr 8 Stunden im Backofen haben kann, dann müsste die ja 500 Euro kosten, wegen der Energiekosten. Jetzt stellen Sie sich einen Augenblick vor, und das ist das, was mich tief erschüttert. Wir gehen einem Weihnachtsfest entgegen, das, wenn alles eintrifft, was nun selbst die Regierung ja schon insgeheim weiß, in Klammern, die Berliner Polizei, während wir uns unterhalten, bereitet sich bereits auf Plünderungen vor. Weil sie natürlich weiß, wenn der Blackout kommt, gibt es eine Plünderungswelle, der sie gar nicht mehr Herr werden. Da wird sich konkret schon vorbereitet. So, jetzt nehmen Sie mal nur einmal Weihnachten. Stellen Sie sich mal vor, dann werden wir in Dunkelheit sitzen, weil natürlich Weihnachtsbeleuchtung ist verboten. Einen Weihnachtsbaum zu haben, solange er elektrisch beleuchtet ist, da werden die Nachbarn kommen, die müssen ja auf uns aufpassen. Das ist ja auch ganz wichtig. Also die Nachbarn mussten ja bei Corona auch aufpassen, dass sich die bösen Nachbarn nicht vielleicht anstecken, weil da 5 Leute in der Wohnung sind. So machen wir das ja wie DDR und wie früher bei Adolf. Also wir passen aufeinander auf. Also keine Weihnachtsbeleuchtung, keine Weihnachtsbäume, die Kirchen sind sowieso zu, aber da will ja groß keiner mehr hin. Keine Weihnachtsgans, Geschenke kann sich sowieso keiner mehr leisten und die Krönung ist, alles ist kalt. Aber Schäuble hat uns ja erklärt, ich war ja in der gleichen Sendung auch dabei, mit Teelichtern können wir uns wärmen und wir ziehen einfach 2 Pullover an. Als Sarrazin sagte, man sollte 2 Pullover anziehen, war er ein Nazi. Und da sehen Sie mal, wenn das Volk jetzt nicht aufschreit, wann denn sonst? Und deshalb, es verdeckt ja immer Ihre wunderschöne Aufschrift, die medizinischer Rat kann nur sein, spazieren gehen, spazieren gehen, spazieren gehen. Und jetzt sind wir ganz wieder am Anfang. An Söder sieht man, dass das Spazierengehen Sinn macht. Und da Sie ja diese schönen Sachen haben, kann ich nur sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Ganz toll, man unterstützt Sie ja da auch mit. Und das gilt jetzt für alle Wahrheitsmedien. Also ob das Achse des Guten ist oder jetzt Reitschuster, Tichy, Kontrafunk, den ich sehr schätze. Wenn wir jetzt nicht bereit sind, diese Medien auch finanziell zu unterstützen,
Man muss sich einen Augenblick vorstellen, sie gäbe es nicht, dann gäbe es ja jetzt auch mich nicht mit diesem Interview. Das heißt, wir würden viele Dinge überhaupt nicht erfahren. Wer ein solches Deutschland will, der soll weiterhin sein Geld sparen oder verprassen. Wer aber ein Deutschland will, das die Ampelregierung uns vorgeschrieben hat, nämlich Diversität und Vielfalt, dann kann man nur sagen, man muss diese Medien unterstützen, um einen Hauch von Vielfalt und den bunten Regenbogen der Meinungsvielfalt zu erhalten. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an Sie, Herr Hane. Vielen Dank euch, liebe Zuschauer. Und schaut wieder rein, lasst ein Abo da, Glocke drücken, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und wie gesagt, wer es sich leisten kann, niemand soll auf den Kaffee verzichten, aber wer es sich leisten kann, freue ich mich auf die Unterstützung, auch als Gegenpol zu Google und diesem Terror, der hier wirklich ausgeübt wird. Und noch nicht wegschalten, im Nachklapp mache ich dann noch kurz mit Herrn Hane eine Aufklärung, wie das Interview zustande kam, weil es wieder einen großen Aha-Effekt gab heute. Also das dann noch im Nachklapp für die, die ein bisschen mehr Zeit haben. Aber jetzt hier erstmal vielen herzlichen Dank, alles Gute und ganz besonderen Dank an Herrn Hane und einen guten Flug in die Vereinigten Staaten. Gerne und alles Gute, lieber Boris Reitschuster. So, und jetzt machen wir den Nachklapp. Und zwar war es tatsächlich so, dass einer von meinen Mitstreitern, Herrn Hane, der, das darf man glaube ich sagen, Sie sind jetzt nicht der Technikfreak. Das ist Ach, also bei Herrn so Technik, kann man sagen. ich kann keinen Nagel in die Wand schlagen. Ich bin technisch völlig unbegabt. Und man muss sich vorstellen, man ist natürlich 50 Jahre Journalismus und ich hatte ja immer eigentlich führende Positionen, selbst schon als ich damals anfing, das waren so Wegführungen, dass das so war, habe ich ja immer viele, viele Mitarbeiter um mich herum gehabt. Also wenn es um Computer ging, ich habe nur den Hörer angerufen, der Kollege, auch im ZDF zum Schluss, der zuckte immer schon zusammen, ganz lieber Kollegin, habe ich jetzt unlängst in der Stadt getroffen, sag meine Güte, seitdem ich sie nicht mehr habe, funktioniert gar nichts mehr. Da musste ich nur anrufen und sagen, oh, du liebes bisschen, ein ganz wichtiges Manuskript ist weg. Ich habe es eben weggeklickt. Da sagt er, es ist nichts weg im Internet. Wir finden alles wieder. Und jetzt konkret Boris Reitschuster Interview, der skypt sie da mal an. Da sage ich also, weder weiß ich, was Skype ist, noch wie man das macht. Und ja, da müssen wir eine App einrichten. So, und dann kam ihr toller Mitarbeiter. Und wir haben dann vor dem Interview das hier installiert und jetzt bin ich ganz stolz, was ich selber alles zu Wege gebracht habe. Ja, also ich habe Peter Hane dazu gebracht, dass er sich hier Apps installiert. Und Jetzt bei kann ich. mir, ja, und bei mir ist es auch ganz primitiv. Ich habe inzwischen diesen Teleprompter, dann habe ich hier den Computer, weswegen ich manchmal rüberschaue. Und bei dem Teleprompter ist dann auf dem iPad, das muss ich immer vorher selber einrichten. Manchmal funktioniert es nicht, auch die Beleuchtung wird selber gemacht. Und Sie mussten so lachen, Herr Hane, als ich das einrichtete, wie so oft nicht alles funktionierte. Und Sie sagten, wir hatten da immer 30 Leute. Ja, wenn Sie das vielleicht noch mal kurz erzählen, Ja, weil ich musste so lachen, als Sie das. Also. das ist ja klar. Natürlich, ich gehöre ja zu den beiden Sendern, gut, wo einer jetzt nur angegriffen worden ist, bei dem ich angefangen habe, der ARD. Und das ist ja nicht nur, dass die da auf geöltem Parkettboden ihre Hintern auf Massagesätze setzen und ihre Spesen bis zur letzten Bratwurst von den Zwangsgebühren finanzieren lassen, sondern sie haben natürlich einen riesigen Mitarbeiterstab. Das heißt, das Personal auch im öffentlich-rechtlichen Bereich ist ja relativ groß, obwohl da viel eingespart wurde. Und ich immer sagen muss, natürlich an den falschen Leuten eingespart wurde. Das heißt, die das Geld wirklich brauchen, sind eher weg als die, die da in der Verwaltung oder wo auch immer oder in diesen Leitungsetagen da rumsitzen. Und da habe ich auch gedacht, sag ich, Mensch, was wir beiden jetzt hier alleine gemacht haben im Interview oder was ich mit dem Technikkollegen hier installiert habe auf meinem iPad, ja, da wären ganze Heerscharen von Mitarbeitern gekommen, die hätten zwischendurch auch noch Kaffee getrunken und eine Mittagspause gemacht oder was auch immer. Und da sieht man, es geht ja fix. Also als wir beiden unser erstes Interview gemacht haben, ich werde das doch nie vergessen, war das in Ihrer Küche.
werde ich nie vergessen, in der Küche, wo alles aufgebaut war auf Büchern und damit alles so eine Höhe hatte, die Kameras, die da standen, es war, also ich habe immer gedacht, es waren alles Telefone, genau. Ja, und es kann nichts Anständiges dabei rauskommen. Und der Witz ist, die rein technische Qualität ist 1A, die ist auch nicht im Fernsehen besser mit all dem Klimbim, aber was ich ja so toll finde, und deswegen werde ich ja bei Ihnen immer wieder richtig jung, so bin ich ja angefangen. Das ist Pionierarbeit. Das macht richtig Spaß, dass da mal was umfällt, mal kaputt geht, man stecken bleibt oder was auch immer und trotzdem begeistert weitermacht und nicht sagt, das schneiden wir, das schneiden wir. Bei Ihnen wird nichts geschnitten und deswegen... Und das ist das Geheimnis für Sie. Inhaltlich wie auch jetzt technisch mit allem authentisch. Man muss authentisch bleiben. Man muss man selbst bleiben. So, und wir beiden, und das ist ja die Krönung von allem, machen das ja auch ohne Maske. Sowohl keine Maske fürs Denken, als auch keine Maske mit Puder und tralala. Sieht man, aber dafür ist es authentisch. Ja, ich saß doch beim ZDF immer eine Viertelstunde in der Wiederaufarbeitungsanlage und musste wieder hochgeschminkt werden. Und jetzt sitzt man hier ungeschminkt. Und die Zuschauer verlangen und verdienen, auch unsere jetzt, eine ungeschminkte Sendung ohne Maske, wo man authentisch ist. Das ist schön. Das wäre eigentlich schon das ideale Schlusswort. Aber ein Thema möchte ich noch einen kurzen Kommentar von Ihnen, wenn Sie schon da sind. Der Jürgen Döschner, den ich noch aus Moskau kenne, WDR-Redakteur, ja, 38 Jahre im Sender, hat ein Bruttogehalt von 100.000 Euro. Das sei ihm gegönnt. Aber er klagt jetzt gegen den Sender, weil er faktisch nicht arbeiten darf. Also er bezieht dieses Gehalt, aber man lässt ihn nicht arbeiten. Das ist für mich so eine symbolträchtige Geschichte für die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ich meine, das kann sich doch kein normales Unternehmen leisten, dass man jemanden dann nicht entspannt. Aber, es ist im Journalismus kein Einzelfall. Ja, genau. Man kann große Verlage nennen, man kann große Zeitungen nennen, wo das ganz genauso ist. Das heißt, sie werden mundtot gemacht, indem sie entweder eine Riesenabfindung kriegen, wenn sie sich das aber nicht gefallen lassen und sagen, ich habe meinen Vertrag und ich bleibe hier bis 65,5, dann müsste man normalerweise ja sagen, weißt du was, dann du kannst ja hier nicht rumsitzen. Und das ist erschütternd, dass es sich heute Verlage und natürlich das Öffentlich-Rechtliche leisten können, Menschen kalt zu stellen und trotzdem heiß zu bezahlen. Das habe ich ja beim Fokus erlebt. Also das war, da hieß es ja, ich darf nichts mehr über Russland machen. Dann sagte ich, das ist im Vertrag. Und dann wurde mir durch die Blume bedeutet, Sie waren ja jetzt schon mal krank. Und glauben Sie mir, Sie werden noch mehr krank sein, wenn Sie sich da sozusagen... Und also ganz, also ich will nicht jetzt gegen den ehemaligen Arbeitgeber und alles, aber glauben Sie, Herr Hane, da habe ich wirklich meine Unschuld verloren, in dem Sinne, dass da dieses Urvertrauen, also das war da ziemlich weg. Und ich habe dann auch gesehen, ich hätte das auch absitzen können. Also ich hatte ja einen tollen Verlag, ich war Büroleiter, ich war Betriebsrat, die hätten gar nichts machen können. Ich hätte 30 Jahre dort sitzen können und schmoren und dann wäre ich so wie Jürgen Deschner geworden und ich habe dann gesagt, ihr könnt mich mal und die Abfindung war auch nicht, also es gab die mussten, aber es war jetzt kein goldener Handschlag, aber viele machen, lassen das mit sich machen dann und sitzen das ab, also, Jahrzehnte. Tolles Gehalt. Immer weggelobt hieß das immer. Du wirst weggelobt. Es fällt ja keiner nach unten, sondern letztlich nach oben, möglichst auch gehaltsmäßig, aber er soll die Schnauze halten. Und deswegen kann ich ja nur sagen, man stelle sich mal vor, Sie hätten sich damals darauf eingelassen. Genau. Wie arm wäre heute die journalistische Szene? Und die letzten 2 Jahre hätten wir hier, naja, höchstens ein bisschen mit Peter Hane, aber damit ist auch nicht viel zu machen. Wir brauchen Leute mit diesem Feuer und diesem Eifer und diesem Brennen für die Wahrheit. Wie Sie das zum Beispiel zeigen. Unter Hane, wie arm wäre ich, nicht materiell, das war wunderbar, aber wie verarmt wäre ich geistig, intellektuell, von der Lebensfreude her, von meiner Seele. Ich wäre da wie lebendig begraben gewesen. Und ich denke, ich weiß, ich kenne auch Kollegen, die das gemacht haben. Und ich glaube, das ist, man zahlt so einen hohen Preis, das kann Ihnen kein Geld der Welt. Ich bin auch nicht mehr krank seitdem, wissen Sie? Ich war damals dann wirklich, das macht sich bemerkbar, der Körper auch. Man ist dann erkältet, man ist niedergeschlagen. Und seitdem, also, ich habe keinen Krankheitstag mehr, in jedem Zustand. Also, bin aufgelebt.
kann immer noch mal wiederholen, was ich auch immer bewusst als Christ gesagt habe. Ich kenne viel mehr arme Schweine in der großen Szene der Stars als bei den einfachen Leuten. Man hat ja so Schlüsselerlebnisse. Ich hatte mal in einer meiner Sendungen einen Kollegen, der erzählte, wie es ist, wenn man plötzlich in Rente geht, also in der Tat dann mit 65, und wie das Leben sich dramatisch verändert. Ich werde nie vergessen, wie er sagte, ich kriege keine Einladung mehr und der Briefkasten ist leer. Der hat fast geheult. Das heißt, da habe ich mir damals schon gesagt, ich will alles verhindern in meinem Leben, dass ich dieses Schicksal habe. Und nun habe ich ja erlebt, als ich pensioniert wurde, vor 5 Jahren oder 4,5 Jahren, wo ja schon frohlockt wurde, jetzt ist er endlich weg und jetzt ist er erledigt. So, meine Bücher gehen so gut wie nie zuvor, wie nie zuvor. Ich werde auf der Straße angesprochen, dass ich selber völlig überrascht bin. Und ich bin ja, siehe Reitschuster jetzt, das Interview, mehr in Action, als ich vorher war. Das heißt, meine Güte, wenn man diese Perspektive hat und sagt, bis zum Umfallen mache ich diesen Beruf. Denn wenn der Beruf Berufung ist, können Sie den erst mit dem letzten Atemzug beenden und keine Sekunde vorher. So geht es mir. Ich arbeite meistens 18 Stunden, aber ich würde es nicht tauschen wollen. Und ich danke, richtig, dass ich diesen Beruf machen kann, wenn ich mir jetzt jemand vorstelle, der in der Bank 8 Stunden am Tag dahin muss und irgendwelche Aktienkurse analysieren oder dergleichen. Da danke ich wirklich dem Schicksal. Und etwas ganz Wichtiges hätte ich fast vergessen, Ihre Bücher. Also ich empfehle es jedem von Ihnen. Ich schaue auch immer wieder regelmäßig rein, teilweise schon zum zweiten Mal. Ganz tolle Bücher. Ich denke, wir können jetzt hier auch noch ein oder zwei einblenden. Also unbedingt die Bücher von Herrn Hane, das bereuen Sie nicht. Und Weihnachten ist auch vor der Tür, nicht vergessen. Also von daher. Also wenn es schon keine Weihnachtsgans gibt, weil wir die Energie nicht mehr haben, um die 8 Stunden braten zu lassen. Dann Sie als Gansersatz. Ja, und vor allem, ich bin ja Hahn. Also Gans. Aber wissen Sie, Sie können sich ja bald nicht mehr das Papier leisten, um die Bücher zu drucken. Es ist. Wissen Sie, die offizielle Begründung, warum Berlin, wo die größte Wahlfälschung der deutschen Geschichte stattgefunden hat, jenseits der Diktaturen, die Wahl kann auch deshalb nicht wiederholt werden, so sagen die Öko-Leute in der politischen Etage, das wäre ja Papierverschwendung. Wir müssten ja jetzt alle Haushalte informieren und Wahlzettel drucken und wer weiß was. Deutschland ist Absurdistan. Absurdistan, genau. Und damit wir das möglichst schnell wieder in normale Spuren bringen, kämpfen wir fröhlich weiter. Vielen herzlichen Dank nochmal und auch vielen herzlichen Dank den Zuschauern, die es jetzt auch nochmal, ist ja fast noch ein zweites Interview geworden danach, glaube ich. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Alles Gute, vielen Dank, Herr Hane. Ebenso, vielen Dank euch, liebe Zuschauer. Tschüss. Danke, ciao.